Hallo, herzlich willkommen zurück bei Soma. Wir haben beim letzten Mal den guten Brandon Wan hier, oder Wan, ja, seinen Scan haben wir hier gefunden und haben ihn befragt. Aber er war anscheinend zu gestresst durch die vermutlich fehlende Umgebung und dieses fehlende Modul, was auch immer das für ein Modul ist. Jedenfalls glaube ich, wir brauchen das, damit wir mit ihm reden können, ohne dass er mega gestresst ist und die ganze Simulation abbricht. So. Ja, letztes Mal habe ich ja schon versucht, eigentlich hier mit diesem Ding, ne, darüber zu gehen, weil hier gibt es ja Simulationen. Geht das jetzt? Es geht immer noch nicht. Weil da steht doch auch Kopie an. Externes Gerät, ja, aber. Was ist denn an dem anderen Computer? Okay, hier gibt es nur die Dinger. Die bringen mir hier eigentlich nichts. Ach, war da nicht noch ein anderer Raum? Moment. Da habe ich noch gar nicht geguckt, oder? Ach doch, das war das da. Hä? Ach so, den Chip noch mal einsetzen. Hier ist auch so ein Teil. Ich bräuchte so ein Ding irgendwie auf der anderen Seite da. Oder eine andere Chipkarte oder so. Ach, was ist da? Vielleicht finden wir hier ein paar Infos. Arche Scanlog. Chin Catherine. Aha. Die kennen wir, glaube ich. Doch, Mark ist auch dabei. Arche-Projekt ausgesetzt, während Strohmeier den Tod von Serang untersucht. Ach so, hier hat sie die alle eingescannt. Okay. Am 4. Juli hat das angefangen. Oh, recht viele Selbstmorde dann. Krass. Noch ein Todesfall, dann sind wir erledigt und am 2. September war es dann soweit. Ja, und anscheinend hat er das Arche-Projekt damit dann tatsächlich mehr oder weniger abgebrochen. Ups. Da war noch was. Zeitplan. Angesetzte Scans. Okay, die kamen anscheinend alle nicht mehr dran. So richtig weiterhelfen. Was ist das hier? Ah! Das sind die. Sind das die Umgebungen? Kann ich das hier reintun? Aha! Okay. Ein Chip, ja. Aha, jetzt haben wir Strand und Skihütte. Das sind aber nicht alle, die es da drüben gab. Okay, was ist, wenn wir das Ding mitnehmen und noch mal darüber gehen? Jetzt können wir das hier wahrscheinlich reinpacken. Ja. Okay. Hä? Ah ja, so können wir das kopieren. Datendefekt. Aha, schade. Die alle defekt? Okay, der geht. Den Strand haben wir ja schon. Das ist leider auch kaputt. Damit können wir nichts machen. Gut, dann haben wir jetzt noch den Scanraum. Gucken.
was davon am ehesten funktioniert oder. Keine Ahnung, vielleicht funktionieren ja auch alle. Achso. Ach Mann. Hab ich die Karte vergessen. So, nimm das mal. Bitte. Okay. Ich vermute ja fast, ehrlich gesagt, weil wir den Scanraum noch extra holen mussten, dass das das richtige Ding ist, was wir benutzen. Aber wir benutzen mal, oder wir versuchen mal alle. Vielleicht sehen wir, wie das aussieht. Okay. That wasn't so bad. This trauma really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Gut, Strand hat schon mal nicht funktioniert. That wasn't so bad. This trauma really got me worked up, bastard. What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chen? What the hell is this place? I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chen, or I'll punch your teeth in! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Wir versuchen noch mal den hier. That wasn't so bad. This trauma really got me worked up, bastard. What? Where did it... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chen? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Wer ist denn Alice? Wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit Alice machen, weil er... Ist das seine Freundin oder so? Gab's unten eine Alice? Guy, Nadine, Maggie. Here we go, Brandon Wan's room. Ja, okay. I'll just override the lock for you. Ja gut, wir können auch mal bei ihm gucken. Das stimmt natürlich. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Jo. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter, keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, können wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man danach schon, um sich zu erholen. Viele Küsse, Alice. Okay, also.
They were together during the scan. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can we use that somehow? Keep looking. Ja, also es war anscheinend seine Freundin. Ist wahrscheinlich die da auf dem Bild, oder? Guckt aber wütend. Geht so. Habe ich hier noch was? Okay, das ist seine Karte. Ja, ich glaube, die bringt uns jetzt gar nichts gerade. Seine Familie. Ein Origami-Schwan. Ja, sehr hübsch. Und ein Origami-Frosch. Ich glaube, das ist ein Frosch. Haben wir hier vielleicht noch was? Ach, da ist so ein Ding zum Abhören. Ein paar Bilder. Fairchild Award. For Achievements of Engineering Youth. Okay. Da also mal so ein Jugendpreis gewonnen. Offenbar. Hören wir uns das mal an. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry. We're right behind you. I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Gut, also wir können jetzt anscheinend Alice' Stimme nachmachen. Und ihn dann wahrscheinlich irgendwie beruhigen in dieser Simulation. Das ist jetzt voll klischeehaft, finde ich. Das ist doch ein Japaner, oder? Und der fotografiert natürlich erstmal europäische Schlösser. Und das ist der Grand Canyon? Vielleicht? Okay. Ja. Sonst ist hier auch nichts Interessantes mehr. Nö. Dann kommen wir ja eigentlich wieder hoch. Das war eben doch noch nicht offen, oder? Hä? Wie jetzt? Warum ist das auf einmal auf? Uncool. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation? Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Gut, dann. Ach so. Moment. Jetzt haben wir hier als Modul Alice. Das benutzen wir natürlich. Strand hat ja irgendwie gar nicht so funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Scan-Raum am Scan-Raum am ehesten funktioniert. Mal sehen. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him.
Wait, didn't Chung just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay, it's 17:29 over 42, 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wong. Red. Goodbye. No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Oh. Ob ich ihn löschen soll oder herunterfahren? Ja, gibt es denn keine Möglichkeit mehr, ihn doch noch in die Arche zu überspielen? Warum soll ich ihn jetzt löschen? Nee, ich lass ihn, glaube ich, erstmal. Ich will ihn jetzt aber auch nicht hier herunterfahren, sodass der für immer nur in diesem Computer bleibt. Also ich vertraue mal darauf, dass wir vielleicht das noch irgendwie schaffen, ihn in die Arche zu transferieren oder so. Gut, gut, gut. Wir haben jedenfalls den Code. Das ist doch schon mal was. Was ist jetzt hier los? Das ist echt komisch. Ich weiß, dass die Tür vorhin zu war. Ich hatte mir nämlich noch diese Blutspur angeguckt. Ist jetzt was rausgekommen oder so? Fände ich nicht so gut. Okay. Wir gehen jetzt zurück zu Catherine. Ja, hatte ich ja auch gerade vor. Dann müssten wir ja theoretisch mit diesem Schiff da losfahren können. Und lassen die Station hier hinter uns. Hoffentlich klappt das. Man weiß es hier ja nie so genau. Huch. So. There you are. Ja. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Ah ja, und was war bitte gerade komisch und seltsam? Das würde ich jetzt schon gerne erfahren. Ach so, hier war... Ja, ich glaube, wir haben hier soweit nichts mehr zu tun. Wir können jetzt hingehen. So. Das ist dann wahrscheinlich die Tür hier. Müsste jetzt gehen. Oder? Ja. Okay. Cool. Ist das hier wichtig? Roter Knopf bestimmt erstmal. Nein, vielleicht dieser Knopf da? Nee. Okay. Watch out for moving doors. Ja. Hier ist noch so eine Treppe, aber... Ach, können wir die mitnehmen? Oder was soll das bedeuten? Aber wo müssen wir damit hin? Moment. Ah ja, okay. Ach, da! Ah, okay.
in diesen Luftschacht. Hä? Wie jetzt? Ich soll sie doch irgendwo einsetzen. Ich sehe gerade überhaupt nicht, wo ich... Doch war das da irgendwas? Komisch. Das hier ist ja offensichtlich... Vielleicht brauche ich irgendwie... Strom. Okay. Strom. Strom, 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 Strom. Ach, da rein. Ah. So. Tür zu. Mhm. Ja, gut. Klingt alles soweit gut. Was? Oh, Scheiße, wer war das? Der Strom ist offenbar ausgefallen. War das der Dunbat, der da runtergefallen ist, oder was? Da war irgendein menschlicher Scan anscheinend drin. Jetzt können wir bestimmt da raus, ja. Okay. So. Boah, ist das gerade ruhig hier. Hilfe. Oha. Hilfe. Und wo kam das? Okay. Na toll, irgendwas läuft hier wieder rum. Klingt wütend, finde ich. So, wo sind wir jetzt? In irgendeinem Labor. Da haben wir wieder so ein Ding. Ich sehe gerade nichts, was uns hier gefährlich werden könnte. Also runter mit uns. Ich lasse das erstmal noch da. Ah, hier kann sie rein. Huh?
Wait, this isn't... Oh, no! Wow got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you, you know, so you don't implode while in the Abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Oh. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Good. Na gut, gucken wir doch mal. Also anscheinend ist der Dunbat jetzt für uns Geschichte. Den können wir gar nicht mehr benutzen. Ich habe gedacht, wir müssten ihn einfach nur noch mal wiederfinden. Ha. Gut, dann lesen wir uns hier mal durch. Meine Entscheidung. Ich habe mich entschlossen, die Arche mit den vorliegenden Scans abzuschließen. Tut mir leid für alle von euch, die auch mitgehen wollten, aber vor der Aussetzung des Projekts keine Chance mehr bekamen, sich scannen zu lassen. Es ist schon 2 Monate her, seit ich den letzten Scan hinzugefügt habe, und ich sehe keine Möglichkeit, wieder eine solche Unterstützung bei euch zu finden, wie ihr sie mir beim Start des Projekts gegeben habt. Tut mir leid. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt, dass sich jemand das Leben nimmt. Niemals wollte ich irgendjemanden hinters Licht führen. Ich wollte nur etwas retten, mehr wollte ich nicht. Dr. Catherine Chan. Das hier ist also die... Das Original, die echte Catherine, die digitale Version hat das hier, glaube ich, nicht mehr mitbekommen. Fragt sich nur, ob die jetzt noch hier ist oder so. Na gut, was hat sie noch hier? Hat sie noch eine To-Do-List? Interface-Modul anwenden, Arche-Kapsel, Versiegel, Genehmigung von 4Q einholen. Iveshkin, Lindwood, Peterson und Hill instruieren. Mit dem Shuttle nach Omicron fahren, Kampfanzüge abholen, mit der Aufzugsplattform in den Abgrund fahren, Reorganisation bei Tau, Aufbruch zum Startplatz, Laden des Geschosses, Starten der Arche. Okay, das waren also die letzten Vorbereitungen. Tja, dann wird sie wohl nicht mehr hier sein. Sofern sie es denn geschafft hat, dahin zu kommen. Okay, das steht hier. Arche mit Signalgeber vorbereiten. Akkus, Werkzeuge, zusätzlicher Sauerstoff, P2-Genehmigung. Pathos 2 ist das wahrscheinlich. Ach so. Hier ist die Arche bei Vieh. Ja gut, das wissen wir ja schon. Von Tau zu Vieh. Okay.